Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von You Have to Win the Game, beziehungsweise I Have to Win the Game, beziehungsweise Fuindreds Pleiten, Pech und Pannen. Beziehungsweise jetzt haben wir, jetzt wo wir den Doppelsprung haben, kann ich ein paar Sachen noch nachgucken. Da war ja was. Das war so klar. Aha. Ja, das ist ein Programm, bei dem ich euch zeigen möchte, wie ich versage. Und damit ich nicht wieder mal die wichtigste Sache vergesse, ich habe noch eine Kleinigkeit gesehen, die ich noch mit euch teilen möchte. Nämlich, es gibt Option, Game und EGA-Farben, die kann man ausschalten, um zu simulieren, wie es bei manchen anderen kleinen PCs früher war. Nämlich... Na, jetzt gehen wir wieder zurück. Na, fang doch mit dem Spiel an. Und tada, schaut mal. Jetzt gibt es nur noch das. Diese paar Farben. Das soll früher doch relativ häufig gewesen sein. Zumindest manche Rechner konnten nun mal keine schöne, fancy EGA-Grafik darstellen. Und so sieht es nochmal richtig retro aus. Faszinierend. In der Tat, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich mir das dauerhaft geben kann. Und auf jeden Fall, hier waren wir schon. Und ja, jetzt sieht es nochmal richtig retro aus. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Was habt ihr lieber? EGA-Grafik oder das hier? Ich habe auf jeden Fall die EGA-Grafik lieber. Mist. Aber jetzt, bevor es zu diesem schrecklichen Raum geht, mache ich erstmal... Ah, besser. Zu langsam. Seht ihr? Zu langsam. Man muss schnell sein. Aber manchmal ist es auch egal, wie schnell man ist. Mann! Wie komme ich jetzt aus der Sache raus? So, zum Beispiel. Ah, da komme ich noch hin. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und wenn ich so weiterspiele, ist es das auch. Das Problem ist, man kann da nicht vorbei. Na komm. Ja, ich schaff das schon. Wenn ich jetzt manuell einen Todescounter machen würde, der hätte echt zu viel zu tun. Man braucht da echt super... Als Katze wäre ich hier schon tot.
Ja, wie auch immer. Ich wollte ja eigentlich in den Startraum. Um da zu zeigen? Oh nein. Ja. Ja, es ist so designt, um zu nerven. Und das tut es auch. Man muss so machen, dass man Batman ausweichen kann. Hey, na komm. Ja, ich hätte es geschafft. Aber... Ups. Hätte ja sein können. Also doch endlich neue Räume. Geht doch. Irgendwas kann man sich von dem Geld angeblich kaufen. Frag mich nur nicht was. Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Na. Ja, da haben wir doch angefangen. Erstaunlich, nicht wahr? Es führt alles nun mal zu einem. Und jetzt könnte ich theoretisch hierher. Aber will ich das? Will ich nicht. Ich will erstmal noch ein paar andere Sachen hier. Die einsamste Kammer. Na gut. Ist das das magische Symbol? Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Die Hütte vor dem Sturm. Beziehungsweise... Ah, ist ja auch egal. Nennt es, wie ihr wollt. Transplants. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist essentiell, dass man hier... Oh nein. Edens Maul. Vestibul. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Nee. Ja, ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden. Oder auch nicht. Tja. Leech King transformt. Der ist noch einfacher als beim letzten Mal. Und was machst du? Ah, ich kann an Wände klettern und dann runterspringen. Nicht schlecht. Aber ich glaube dennoch, dass ich damals danach aufgegeben habe, weil mir das einfach zu blöd gewesen ist. Ich muss da hinten an die Sache. Ja, ich muss da irgendwie ran. Aber ich weiß nicht, wie. Komm, das schaffst du. Ich komm dahin, egal wie lang das Video jetzt dauert. Ja, das war so typisch. Ein klassischer Fuhrendraht. Wieso rutscht er eigentlich runter? Das weiß ich auch nicht. Ja. Und warum kann ich...
Und warum stelle ich euch diese Fragen? Mann, ist das fummelig. Und vor allem das Schlimmste ist. Genau das meine ich. Kaum tippt man mal eine Viertelsekunde nicht drauf, fällt er runter wie ein... Sowas hier. Er fällt runter wie ein Kartoffelsack. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich muss es ja. Nee, seht ihr? So oder so. So oder so muss ich da jetzt lang. Wenn es zu lang dauert, werde ich das wahrscheinlich doch schneiden. Also, wenn ich da 10 Minuten festsitze. Wobei, man kann das hier auch als eine kleine Übung für einen Stream sehen. Wenn ich jemals einen machen sollte, ne? Ja. Ja, das meine ich. Entweder ich bin zu ungeschickt oder einfach zu alt für sowas geworden. Na, endlich. Der Boden ist Lava. Oh Gott, nein. Ich glaube, in diesen Raum bin ich niemals vorgestoßen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier kommt man da oben im Vestibül wieder raus. Okay, dann halt in der großen Halle. Haha, 50%. Und ich glaube, mit diesem Festhalten müssen wir auch wieder zurück in den... Ich habe keine Ahnung, wie man das hier machen soll. Ist ja auch Würstchen. Ich kann ja noch nicht fliegen. Und ja, gehen wir halt wieder raus hier. Hab genug Zeit verschwendet. Und hier. Raus hier. Ah, zum Glück gibt's keinen Fallschaden. Und ja, raus hier. Mal sehen. Irgendwo können wir... Nee. Yeah, but why the jelly? Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ah, doch.
Ja. Aha. Nicht schlecht. Dann gehen wir da halt nochmal rein. Und vor allem, hier oben habe ich doch auch was gesehen. Ja, es wird spannend. Und ich hoffe, ihr habt auch was davon, wenn ich hier mit durch dieses Spiel wage. Im Try-Hard-Modus, wie es doch so schön heißt. Und, ja, ich denke, ich werde in Zukunft bei diesem Grafikmodus bleiben. Aha. Das haben wir doch endlich mal geschafft. Vorgenommen und geschafft. Wenn es doch immer so leicht wäre. Ich habe nämlich den Verdacht, ich habe hier in diesen Höhlen noch einiges vergessen. Oder ich erzähle euch wieder mal Blödsinn. Naja, es ist so gut wie zu Ende. Na dann eben nicht. Da war ich auf jeden Fall schon mal und... Ja, hier auch. Ich war schon so gut wie überall. Pff. Der Moment, wenn man sich fragt, wo man hingehen soll. Aber ich denke mal, diesen Pfad werde ich nehmen. Ah, Yggdrasil, der Weltenbaum. Der große... Irgendwas. Aber ich weiß... Ach so, interessant. Wenn man das Piratenherz aufsammelt, kriegt man auch was. Da gehe ich noch mal ganz kurz hin und dann ist, glaube ich, Schicht im Schacht. Weil ich war ja hier und... Moment. Da kann ich doch auch hin. Denn ich sehe Zaster. Ja, Zaster. Und 60%. Das gefällt mir selbstverständlich auch. Nö, das geht nicht. Man kann hier also nicht durch. Ah ja, dann muss ich halt da irgendwie wieder hin. Nee, nee. Doch, doch. Ah, ich habe euch mal keinen Blödsinn erzählt. Ich frage mich gerade, was das hier sein soll. Karten und Legenden. Ich glaube, das ist hier... Ah! Ich glaube, das ist hier, wie man da sieht, wo die Geheimnisse versteckt sind. Wobei... Nee. Ich verstehe es nicht. Ich erzähle euch wahrscheinlich doch wieder mal Blödsinn. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Karten und Legenden sagt mir gar nichts. Auf jeden Fall. Was noch passiert? Hier waren wir und hier gehen wir wieder zurück. Nö, Hollow King, heute nicht. Slippery Slow. Gleit. Gleit und Leid. Das hier scheint auf jeden Fall Fuß auf den Thron. War ich hier schon oder? Ja, ja, ich und meine Orientierung. Okay, genug geschwafelt, genug gelangweilt. Raus hier. Und da waren wir ja.
Ja, Zaster ist immer gut. Pitstop. Yo, 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 yo. Und damit beenden wir diese Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ihr gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch gerne ein Like da. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Ebenso über ein Abo. Bis dahin und tschüss.